Wir haben früher Sachen falsch gemacht. Die entscheidende Frage, die wir hier klären müssen, ist, warum machen wir es diesmal besser? Das wird unsere Ergänzung sein. Was ist der Mechanismus, warum wir all die guten Ziele, die wir haben, heute besser erreichen können und besser erreichen werden? Und als zweite Extension bringen wir hinzu die Frage, warum ist das Narrativ, Hilfe anzunehmen, immer noch besser als das Narrativ der konstanten Unfähigkeit, des Leidens, der Instabilität? Davor ein kleines bisschen Rebuttal, das noch nicht reinpasste. So, erstmal die Frage, woher wissen die Leute dann, dass es ihnen jetzt besser geht, warum dann nichts annehmen? Vielleicht, weil sich ihre Lebensumstände verbessern. Anscheinend haben die diese Leben of Brian-Rhetorik, dass die Leute da rumstehen und sagen, was haben die Römer jemals für uns getan? Wir glauben, da werden relativ viele sagen, das Aquädukt gebraucht und den Frieden gebracht. Das sind nämlich genau die Punkte, die wir hier bringen. Wir erlauben es den Menschen, endlich in Frieden zu leben, Sicherheit zu haben, und das werden die Mehrheit der Menschen akzeptieren und sich in der Lage fühlen, das als gut zu empfinden. Dann habe ich euch die Frage gestellt, warum ist informelle Kolonisierung denn nicht schlechter? Und ihr sagt, naja, Ausnutzung für den Innerstaat hat halt noch mehr. Mag ja sein, dass Ausnutzung vielleicht sogar ein bisschen mehr stattfinden könnte. Informelle Kolonisierung hat den Nachteil, dass keine Verantwortung damit einhergeht. Das ist pure wirtschaftliche Ausnutzung ohne Responsabilität, ohne institutionelle Responsabilität, ohne den Druck, etwas im Land zu verbessern, weil die ja nicht zu mir gehören, weil ich ja nur wirtschaftlich investiere in einen offiziell existierenden Staat, ob der jetzt fehlt ist oder nicht. In dem Moment, wo ich den kolonisiere, wo er zu meinem Territorium gehört, auch über die UN oder in einem individuellen Staatsgebiet, habe ich Verantwortung, habe ich eine Pflicht, dort zu intervenieren, etwas zu verbessern. Das ist eine Verbesserung gegenüber dem Status quo, wo wir eben nur Exploitation haben, ohne Bevorteilung. Dann reden wir super viel über Afghanistan, ohne dass ich jetzt klar identifizieren kann, welches Land das jetzt konstant für die 200 Jahre hatte. Im Vergleich zu den wahrscheinlich typischeren Fällen, wenn wir von westafrikanischen Staaten reden, die häufig von Frankreich kolonisiert werden, wo wir Länder wie Mali haben, die sagen, wir würden gerne eine Intervention haben, wo wir Länder wie Somalia später haben. Wir glauben, das sind die häufigeren Fälle. Letzter Punkt, Sicherheitsrat, die haben ja so viele Interessen auf verschiedenen Seiten. Stimmt, das ist ja das Schöne, dann gleichen die sich ein Stück weit aus und kein einzelnes Land kann alle Sachen umsetzen. Dann habt ihr jetzt eine sehr, sehr große Angst und auf die gehen wir jetzt sehr, sehr gerne ein. Ihr sagt, aber werden die nicht sowieso Teil des Staates, wird das nicht Teil eines individuellen Landes? Wir glauben, das ist auch schon im Modell enthalten, ein Stück weit logischerweise, weil die natürlich sagen, von der UN, das wird vergeben, der Prozess ist UN-gesteuert, es werden Gesetze dafür geschaffen. Trotz allem im UN-Staatswesen muss es natürlich formell irgendeinem Staat angehören. Wir finden, das ist logisch enthalten in dem, was die öffentliche Regierung macht, dass es formell in irgendeinem Staat angehören werden muss. Selbst wenn das nicht enthalten ist, wenn das eure große Furcht sind, sind wir stolz zu zeigen, dass selbst wenn das der Fall ist, wir immer noch in der Lage sind, die Lage der Menschen zu verbessern. Wir glauben, das ist vollkommen legitim an dieser Stelle. So, dann haben wir die Idee, was die Rekolonisierung macht. Da gibt es verschiedene Modelle für, wenn wir uns angucken, die Departements d'Outre-mer in Frankreich, da gibt es Réunion, da gibt es Mallorca, da gibt es ziemlich viele Inseln, die kolonisiert waren und zum Teil immer noch im Staatsgebiet angehören. Das sind Leute, die heute noch offiziell als Kolonien laufen, die relative föderale zur Teil Unabhängigkeit haben, trotzdem wirtschaftlich abhängig sind, dem französischen Staatswahl unterlegen, vom französischen Staat kontrolliert werden. Selbst wenn das der Negativ-Case ist, den ihr hier aufzeigen würdet, sind wir sehr bereit, ihn zu verteidigen. Wir glauben, dass es vollkommen funktioniert. Genau, sind die Homogenität ist schön. Das erinnert mich daran, worum es hier geht, nämlich um ehemalige Kolonien. Warum sind ehemalige Kolonien ein Stück weit anders als vielleicht manche Cases, die er aufmacht? Weil wir hoffen, eine hohe strukturelle Zusammenarbeit haben mit den früheren Kolonisatoren. Mehr als vielleicht in anderen Staaten, wo eine Verantwortung entsteht. Wenn du nach Marokko fährst, siehst du extrem viele französische Staatsbahninvestitionen. Du siehst generell Investitionen mit den Partnerländern. Ist das glücklicherweise kein Fair State? Trotzdem haben wir A, diese strukturelle wirtschaftliche Zusammenarbeit, B, eine kulturelle Abhängigkeit. Denn in welche Länder gehen diese Flüchtlinge häufig? Aber wenn es ein Verantwortungsgebiet gibt, dann sind die Menschen vor 50, 100 Jahren schon ins Heimatland gegangen, weil sie dort die Sprache sprechen, weil sie dort aufgenommen werden mussten. Das heißt, wir haben häufig dann auch in den ehemaligen Kolonisationsstaaten Menschen mit dem Know-how der Regierung, die in der Lage sind, dort zu investieren. Das bringt mich auch schon zum ersten Punkt. Warum wird es jetzt klappen, wenn es früher nicht geklappt hat? Viele Unterpunkte. Erstens, wir haben andere humanitäre Werte als dazu. Zum Beispiel durch ehemalige Migranten, die jetzt in diese Länder kommen, die integrierte Teile der Gesellschaft werden und den Diskurs befördert haben. Wir haben Diskurse über Critical Whiteness, wir haben Diskurse über Cultural Studies, wir haben Leute, die entweder vor Ort waren, ihr Heritage in der Region haben, sich damit auseinandersetzen. Wir glauben, dass ein Stück weit kultureller Relativismus sich stark verbessert hat gegenüber dem, was wir früher hatten. Was das bedeutet, ist, dass wir nach wie vor sagen, unsere Institutionen sind besser. Wir können mehr helfen, wir können mehr Sicherheit schaffen, aber wir gehen nicht mit der Position heran, wir machen das, weil wir bessere Menschen sind. Das ist bereits der entscheidende Unterschied gegenüber dem 19. 20. Jahrhundert oder 19. 18. Jahrhundertsideologie. Weil die Menschen gleich behandelt, innerhalb einer Problemsituation behandelt werden, wir dadurch besser intervenieren können, dort helfen können. Zweitens ist das Ziel kurzfristig, weil zwischenzeitlich, als definiert in der Motion. Das heißt, wir gehen nicht daran, um zu sagen, das bleibt dauerhaft unseres Land, wir wollen dort intervenieren, wir wollen das für uns wirtschaftlich exploitieren. Das heißt, wir haben jetzt zwischenzeitlich Leute in diesem Land drin, mit dem großen Ziel, auf lange Sicht das eigenständig zu machen, wahrscheinlich sogar mittelfristig. Wir glauben, das ist eine andere Perspektive, weil eben Strukturen aufgebaut werden, die übergeben werden können. Weil wir Strukturen aufbauen wollen mit dem Großziel, dass sie unabhängig werden, gegenüber dem Großziel, diese Länder so lange wie möglich wirtschaftlich an uns zu binden und abhängig zu machen. Wir glauben,
mal ist es positiv. Letztens, wir haben eine ökonomisch-kulturelle, technologische Transition durchlaufen, falls ihr es noch nicht mitgekriegt habt, zum 21. Jahrhundert. Das bedeutet zum einen in dieser Region, dass natürlich Sprache sich weiterentwickelt, häufig sind kolonialisierte Sprachen nun Teil auch dieser Kulturen, das heißt, es wird deutlich einfacher dort zu interagieren. Das ehemalige Migranten, das heißt, wenn du Leute dorthin schickst, kannst du eben auch Leute mit regionaler Expertise, mit Bindung, Leute, die eher als Broker akzeptiert werden, als der klassische White Helper. Wir haben einen globalisierten Welthandel zwischen den Menschen, das heißt, diese Menschen können deutlich einfacher integriert werden in einen globalen Wirtschaftskreislauf, als es im 19. Jahrhundert noch der Fall gewesen sein kann. Wir haben Internet und andere Kommunikationsmethoden, die es uns erlauben, A, eine kritische Kontrolle zu haben, was in diesen Ländern passiert, das heißt eben auch Missbräuche der Kolonisationsmächte stärker zu dokumentieren, über Journalisten, über andere Kontrollmechanismen. Es bedeutet aber auch, dass Verwaltung deutlich effektiver funktionieren kann, weil wir eben dauerhaft kommunizieren können, eins zu eins reagieren können und nun das kolonisierende Land eine deutlich bessere Kontrolle haben kann über die Strukturen, über die Institutionen und es damit uns erleichtert. Außerdem haben wir die, wenn das wirklich umgesetzt wird, dass Frankreich bekommt, werden die wahrscheinlich sogar Mitglied der EU, wie es eben die Union mal jetzt sind. Das heißt, Freizügigkeiten können dahin, wir haben Austausch mit Frankreich-Deutschland, das heißt, bessere Arbeitsbedingungen für die, besseren Freihandel, generell verbesserte ökonomische Konstitution. Warum ist das wichtig? Weil wir A glauben, das Narrativ des weißen Helfers, der kommt rein und das ist schlecht. Selbst wenn das schlecht wäre, glauben wir, A, es ist schon mal weniger, weil es nicht nur weiße Männer sind, die da reingehen. Zweitens ist das ein deutlich besseres Narrativ, als zu hungern, zu sterben, im Kriegszustand zu sein, weiterhin ausgebeutet zu werden, weil fehlende Institutionen dort vorhanden sind, dementsprechend die Protektion ja gar nicht gegeben werden kann und ihr keinen besseren Status quo uns geliefert habt. Und außerdem glauben wir, dass das zweite Narrativ, das wir erzeugen, das Narrativ der Unfähigkeit ist. Ein Failed State bedeutet, alle unsere Nationsbestrebungen, die ja einmal waren, wir wollen eine eigene Nationalstaat aufbauen, wenn das euer Ziel ist, wir wollen eine Nationalkultur, scheitern in dem Moment, wo wir sagen, wir sind unfähig, wir haben euch keine Institution aufbauen können, wir können eure Existenz, eure Sicherheit nicht garantieren. Was ist das schlechtere Narrativ für die Bürger der Bevölkerung? Zu hungern und zu sehen, dass eine Korruption stattfindet, dass die Menschen in den Ländern sie ausbeuten, dass sie nicht in der Lage sind zu beschützen. Das sagt uns doch viel mehr als alles andere, dass wir unfähig sind. Wenn Helfer reinkommen, ist das eine vorübergehende Unfähigkeit, die später behoben wird, auf der wir später eine institutionelle Gerechtigkeit, Sicherheit aufbauen können. Das ist vielleicht kein perfektes Narrativ, aber es ist ein besseres Narrativ als die Unfähigkeit permanent geboren und Failed States. Deswegen sehr stolz, Regierung. Danke. Vielen Dank, Herr, für deine Rede.